1943 wurden Sie aus Berlin fortgebracht. Wohin denn? Nach Neustadt an der Dosse. Kennen Sie? Ja, Mark Brandenburg, Neuruppin in der Gegend an der Dosse. Ja, Berlin wurde evakuiert, das heißt, die Schule, die Kinder sollten aus Berlin rausgebracht werden und im Allgemeinen wurden die mit der Schule verschickt. Und das wollten meine Eltern überhaupt nicht. Da entglitt ihnen die Kontrolle. Unsere Schule ging nach Bad Sachsa. Und ich war übrigens, um das noch einzuschieben, in Lichterfelde auf der Karin-Göring-Schule. Eine Schule, die früher Goethe-Lyzeum hieß und dann nach der ersten Frau von Göring umbenannt wurde, Karin-Göring-Schule, mit einem ganz strammen Direktor. Also das wollte mein Vater nicht, dass wir mitgingen. Und dann gab es früher in Berlin einen Ursulinenorden. Die hatten eine Schule in der Kleinaustraße in Zehlendorf. Und in dieser Schule zu dieser Schule hatten wir Verbindungen. Und als 1939 die Ordensschulen geschlossen wurden, wurde ihnen erlaubt, ein Internat und Schule für schwer erziehbare Kinder in Neustadt an der Dosse zu betreuen. Und so war dieser kleine Ort Neustadt an der Dosse ein Fluchtpunkt für Ursulinen aus ganz Deutschland, die hervorragend ausgebildete Studienrätinnen waren. Und wir waren dort als ganz kleines Internat untergebracht. Ich glaube, wir waren höchstens 15, 20 Schülerinnen und wurden dort unterrichtet. Das war, ich glaube, ab 1943 bis zum Krieg, fast Kriegsende. Mhm. Konnten Sie denn zwischendurch auch nach Hause? Immer. Also wir sind immer zu Ferien nach Hause gekommen. Deshalb war ich ja auch am 20. Juli in Berlin. Es war die Zeit der Ferien und wir fuhren zu den Eltern. Und wir fuhren auch in Ferien mit ihnen, wir fuhren an die Nordsee. Also das konnten wir alles machen, was eben damals im Krieg so möglich war.